Jetzt schauen wir mal, wie groß das nächste Kapitel ist. Orte 10. 10. Das könnte ziemlich lange dauern. Ich weiß nicht, ob ich noch so viel Zeit habe. Aber ich kann ja schon mal anfangen. Wir können ja die Hälfte machen. Denn ich habe Lust drauf. Auf die Orte. Café, Place, Paix, Terre, Rue, Lieu, Chambre. Ja, ganz viele Orte eben. Café. Also nicht nur der Café, sondern auch das Café. Ist ja auch soweit logisch. Ist ja im Deutschen nicht anders. Also, ich meine, der deutsche Café ist natürlich nicht das Café. Das sind natürlich unterschiedliche Wörter. Aber weißt schon, was ich meine, oder? Das Schlafzimmer, la chambre. La chambre. Okay. Aber das ist kein Schlafzimmer, was ich da auf dem Bild sehe, ne? Also ist Chambre doch dann auch das normale Zimmer, oder? Irgendein Zimmer. La rue. La rue. Oder bei Pièce war nicht auch ein Zimmer oder sowas? Ich weiß es nicht mehr genau. La rue, die Straße. Die Straße. La terre. La terre, das Land. Das Land, also, oder die Erde. Moment, ich schreibe mal hier die Erde hin, um das vom Pays abzugrenzen. La place. La Place. Der Platz oder der Ort wahrscheinlich, oder? Oder ist nur der Platz? Place. Platz, Ortsstelle. Doch, doch, doch. Platz, ist Platz, Ortsstelle. Der Platz. C'est un lieu sympa. C'est un lieu sympa. Lieu erinnert mich an locus. Der Ort halt im Lateinischen. Lieu. Lieu. Ort. C'est un lieu sympa. C'est un lieu sympa. Das ist ein netter Ort. Okay, das ist ein netter Ort. Mon pays me manque. Pays, pays. Me manque. Me manque. Was heißt manquer? Fehlt. Manque. Ah, mein Land fehlt mir. Okay. Mein Land fehlt mir. Der Kaffee. Le Café? Le Café, oder? Ich probiere es einfach mal aus. Le Ka Café? Ja, war richtig, okay. Le Café. Der Café. La chambre. La chambre. Jetzt will ich es herausfinden. Ist es nur das Schlafzimmer oder auch allgemeines Zimmer? Es müsste auch allgemeines Zimmer sein, oder? Ja, Chambre. ist auch allgemeines Zimmer. Alles klar. Das Zimmer. Das Zimmer. Les places sont larges. Les places sont larges. Die Plätze sind groß. Die Plätze sind groß. Die Plätze sind groß. Large, wie large im Englischen. Die Plätze sind breit. Okay, kann man auch sagen. Das Schlafzimmer übersetzen. Ja. La chambre. Und hier auf den Bildern sieht man hier, kein Bild zeigt ein Schlafzimmer. La chambre. L'Allemagne est un pays en Europe. So, ist das so. L'Allemagne est un pays en Europe. Okay, den Satz muss ich noch üben. L'Allemagne est un pays en Europe. L'Allemagne est un pays en Europe. L'Allemagne est un pays en Europe. En Europe. Es ist Europe. Europe. L'Allemagne est un pays en Europe. En Europe. Ich sage immer Europe. Es ist aber Europe. Meine Güte. L'Allemagne est un pays en Europe. L'Allemagne est un pays en Europe. Puh, das ist ein Zungenbrecher für mich. Naja, ich schreibe es erstmal auf. Deutschland ist ein Land in Europa. Deutschland ist ein Land. Ein Land. Nein, ein Land. In Europa. L'Allemagne est un pays en Europe. Naja, ich La gebe erstmal France est auf. mon pays. La France est mon pays. Frankreich ist mein Land. Frankreich ist mein Land. La Chine est le plus grand pays d'Asie. Okay. La Chine est le plus grand pays d'Asie. Ist eine Frage der Interpretation. Vielleicht ist es auch La Russie? Oder so? Naja. Je nachdem, wie man sich das anschaut. Ist eine Frage der Perspektive. La Chine est le plus grand pays d'Asie. La Chine est le plus grand pays d'Asie. China ist das größte Land Asiens.
China ist das größte Land Asiens. China ist das größte Land Asiens. Das größte Land Asiens. Das größte Land Asiens. Okay. La Chine est le plus grand pays d'Asie. La Chine est le plus grand pays d'Asie. Naja, okay. La Terre est ronde. La Terre est ronde. Die Erde ist rund. Die Erde ist rund. Terra im Lateinischen ist Erde. Und interessant ist, die haben ja damals noch nicht, die Römer haben ja noch nicht von einer runden Erde gesprochen. Ob sie es wissen, ist eine andere Sache. Ich meine, es gab damals schon Wissenschaftler, die haben das rausgekriegt, dass die Erde rund sein muss. Aber man hat doch allgemein von einem Kreis geredet. Und wenn man die Erde gemeint hat, dann hat man vom Erdkreis gesprochen. Und das war Orbis Terrarum. Orbis Terrarum war das Wort für Erdkreis. Und das war auch dann die Erde damals, soweit ich weiß. Der Erdkreis. Und La Terre ist dann, ja, die Erde halt. Erde, Land. Wie auch immer. La rue. Terra war ja das lateinische Wort für Erde und Land. Was hat die jetzt gesagt? Ich habe nicht zugehört. La rue. La rue, okay, die Straße. La rue. Dieser Ort ist hübsch. Ce lieu est joli. Ce lieu est joli. Ce lieu est joli. Le cheval mange une pomme de terre. Le cheval mange une pomme de terre. Une pomme de terre. Und das ist was, warum wir die Pommes Pommes nennen, obwohl sie keine Äpfel sind. Weil Pomme de terre ist der Erdapfel. Das Wort kennt man vielleicht auch aus dem Deutschen. Kenne ich auch noch aus dem Niederländischen, glaube ich, Aardappel oder sowas. Ist, glaube ich, das niederländische Wort für Kartoffel. Naja, jedenfalls, das Pferd frisst eine Kartoffel. Das Pferd. Le cheval mange une pomme de terre. Das Pferd frisst eine Kartoffel. Kartoffel. La place. La place. La place. Der Ort, der Platz, die Stelle. Ort, Platz, Stelle. Das Pferd frisst eine Kartoffel. Das hatten wir ja gerade. Le cheval mange une pomme de terre. Le cheval mange une pomme de terre. So. Une rue longue. Une rue longue. Okay. Une rue longue. Eine lange Straße. Une rue longue. Longue. Une rue longue. Eine lange Straße. Und das war ein Kapitel bei den Orten. Ja, dein Französisch ist 41% fließend. Es wird immer mehr und mehr. Das freut mich. Lektion 2. Ville Tour, Milieu oder Milieu, weiß ich nicht. Route, Bord, Coin, Jardin. Okay, machen wir weiter. Übersetzung von der Garten aussuchen. Le Jardin. Le Jardin. Le Jardin. Le Jardin. Jardin. Le Le Jardin. Coin. Le Coin. Le Coin. Was heißt Coin? Coin, Münze oder was? Coin. Ne, die Ecke. Okay, doch nicht so einfach. Coin. Falscher Freund. Ecke, Gegend. Okay, die Ecke. Die Gegend. Die Gegend. Le bord est rouge. Le bord est rouge. Bord, was ist bord? Bord. Le bord, bord. Der Rand, die Kante. Bord. Le bord est rouge. Die Kante ist rot. Okay. Die. Ist da jemand aufgeschlagen oder was? Die Kante ist rot. Der Rand ist rot. La route. La route. Die Route. Gibt's auch ein deutsches Wort? Der Weg Route. Wahrscheinlich. Genau, die Straße. Ach so. Straße, Weg. Okay. Alles klar. La Route. Wie Route im Englischen, ne? Die ganzen Landstraßen in Amerika zum Beispiel. In den USA. La Route. Der Weg. Der Weg. Die On visite la tour aujourd'hui. On visite la tour aujourd'hui. Aujourd'hui. On visite la tour aujourd'hui. Tour ist der Turm, ne? Tour Eiffel. Turm. Tour. Rundfahrt. Ja, das auch. Ja. Tour de France. Tour de France, der Turm von Frankreich. La Tour de France. Könnte man auch so interpretieren. Wir besuchen heute den Turm. Wir besuchen heute den
Turm. Wir besichtigen heute den Turm. Au milieu de ton lit. 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 Milieu ist, ist auch so eine Gegenzahl. Milieu. Was, ne? Nee. Au milieu ist mitten. Ah, Lebensraum. Milieu, ja, Lebensraum. Das hatte ich eher gedacht. Au milieu ist inmitten. Okay. De ton lit. Von deinem Bett, oder was? Lit. Mitten in deinem Bett. Milieu. Mitten in deinem Bett, okay. Au milieu de ton lit. Mitten in deinem Bett. Fragezeichen. In der Mitte deines Bettes. Der Garten. Le jardin. Le jardin. Le jardin. Elle voit les tours. Elle voit les tours. Elle voit les tours. Sie sieht die Türme. Sie sieht die Türme. Sie sieht die Türme. J'aime le Tour de France. J'aime le Tour de France. Kann ich auch sagen, ich mag den Turm von Frankreich? ist wahrscheinlich Tour. Die Tour de France gemeint. Genau, ich mag die Tour de France. Ich mag die Tour de France. France, so. Ich mag die Tour de France. Ich frage mich echt, was passiert wäre, wenn ich eingegeben hätte, ich mag den Turm von Frankreich. Rom est une ville italienne. Rom est une ville italienne, oder? Ville. Rom est une ville italienne. Ville, der sagt Ville, ne? Rom est une ville italienne. Rom ist eine italienische Stadt. Rom ist eine italienische Stadt. Und wieder eine Lektion abgeschlossen. Lektion abgeschlossen. Lektion 3. Hotel, Village, Région, Entreprise, Côte, Île, Port. Okay. Übersetzung von die Insel aussuchen. Lille. Es ist interessant, weil... Lille. Ja, das... Die Region oder... Wie sagt man? Das ist ein Äquivalent vom deutschen Bundesland. Die Region, in der, oder die Provinz, oder was auch immer, in der Paris liegt, heißt L'Île de France. Und L'Île de France heißt wirklich übersetzt, also die Insel von Frankreich. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Vielleicht nimmt das ja auch Bezug auf die Seine-Inseln oder sowas, aber ich habe keine Ahnung, warum das L'Île de France heißt. Könnte man bestimmt rausfinden. Notre hôtel donne sur la côte. 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 Côte, Küste, Coast. Ah ja, okay. Notre hôtel donne sur la côte. Sur la côte. Notre hôtel donne sur la côte. Hôtel ist dann das Hotel, oder wie? Hotel. Hotel, okay. Ich war unsicher, weil Hotel de Ville ist nämlich das Rathaus. Also das Hotel der Stadt ist das Rathaus. Donne. Donne heißt doch geben. Donne. Oder was? Nee. Moment. Liegt direkt an. Okay. Donne. Donne. Donne sur. Donne sur heißt liegt direkt an. Aha. Habe ich was Neues gelernt. Was ist denn hier das Ausklappe? Gibt. Ja doch, hatte ich doch recht. Mit meinem Gedanken. Notre Hotel donne sur la côte. Gut. Unser Hotel liegt direkt an der Küste. Unser Hotel liegt direkt an der Küste. C'est un petit village. C'est un petit village. Das ist ein kleines Dorf. Ville ist die Stadt und Village ist das Dorf, ne? Village. Okay. Dorf, Dorfes. C'est un petit village. Das ist ein kleines Dorf. Das ist ein kleines Dorf. Nach allem, was ich weiß, was Lateinisch angeht, Latein ist Villa, ist eine Villa und Landgut oder sowas, Landhaus. Und das Wort für Dorf im Lateinischen ist Vicus. Und ich habe jetzt noch kein Äquivalent für Vicus gefunden. Ob es das in modernen romanischen Sprachen gibt, weiß ich nicht.
Und die Stadt ist ja Oppidum und Urbs. Mit Urbs meint man aber meistens Rom, weil es eine besonders große Stadt ist. Spezielle Stadt. Ich meine, es ist La logisch, dass für Région. die Römer Rom eine spezielle Stadt war. Wie auch immer. Und das Urbs ist ja dann das Wort urban zum Beispiel geworden, was ja auch städtisch meint. Also so, ne? Halt. Wie auch immer. La Région. Die Region, die Gegend oder sowas, ne? Region, Gegend. Region, Region. Gegend. Wie ich mir gedacht habe. La Région. Das Wort gibt es auch im Lateinischen. Regio. La Région, die Region. Region. Le port. Le Port. Portus im Lateinischen. Der Hafen. Le Port. Der Hafen. Würde ich sagen? Ja. C'est une entreprise française. Entreprise. Entreprise ist eine Unternehmung oder sowas. Ein Unternehmen. Das ist ein französisches Unternehmen. Enterprise. Firma, Entreprise. Betrieb, Unternehmen. Ja, das ist ein französisches Unternehmen. Das ist nicht das Ost. Das ist ein französisches Unternehmen. Das ist eine französische Firma, ja. Die Insel. Das hatten wir gerade eben. L Apostroph. Und jetzt mit Dach. Lille. Genau. Und das war ein Kapitel. Lektion abgeschlossen. Weiter geht's mit Lektion Nummer 5. Und ich glaube, dann mache ich erstmal Pause. Ach nee, Lektion 4. Nach Lektion 5 mache ich aber Pause. Nach Lektion 5 mache ich Pause. Dann haben wir nämlich die Hälfte von den Orten. Übersetzung von das Wohnzimmer. Le Salon müsste das dann sein. Le Salon. Le salon. Le Salon. Übersetzung von das Schloss. Le Château. Le Le Château. château. Le Château. la zone La Zone, was? la zone Wieso sagt der La Zone? Heißt nicht La Zone? Naja, wie auch immer. La Zone. zone Die Zone, das Gebiet. Die Zone. Die Zone. Il habite dans ce quartier. Il habite dans ce quartier. Quartier ist ein Viertel, eine, ja, wörtlich ein Viertel. Ein Stadtteil oder sowas auch, ne? Viertel, Quartier. Stadtteil, Ortsteil. Er wohnt in diesem Viertel. 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 C'est un gros trou. C'est un gros tout. Gros, gros tout. Gros, Gros. großes Trou. Loch. Das ist ein großes Loch. Trou, Loch. Das ist ein großes Loch. Das ist ein großes Loch. Cette terre est ma propriété. Cette terre est ma propriété. Propriété. Cette terre est ma propriété. 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 Besitz. Ja, Propriété. Property. Ja, ich verstehe schon. Eigentum, Anwesen. Dieses Land ist mein Eigentum. Dieses Land ist mein Eigentum. Dieser Boden ist mein Eigentum. Le Okay. territoire. Boden, an das Wort habe ich gar nicht gedacht. Le territoire. Das Territorium. Gibt es dafür auch ein deutsches Wort? Das Territorium? Das Gebiet. Territoire. Ja, okay, das ergibt Sinn. Die Gegend. Das Gebiet. Nehmen wir mal das Gebiet. Das Gebiet. Gebiet. Das Wohnzimmer. Le Salon. Le Salon. Nous dormons dans un château. Nous dormons dans un château. Wir schlafen in einem Schloss. Nous dormons dans un château. Wir schlafen in einem Schloss. Wir schlafen in einem Schloss. Das Wort Château erinnert mich an Castle im Englischen. Das ist zumindest der gleiche Anfangsbuchstabe, gleicher Vokal drin. Ja. Und Castle mit dem T, was man im Englischen nicht hört, aber was da auch drin steht. So, Lektion 5, das ist die letzte erstmal, dann mache ich eine Pause. Etage, Appartement, Adresse, wie auch immer. Plage war der Strand, genau. Die Bar, le Bar. Le bar. Le Bar. Übersetzung von der Laden aussuchen, le Magasin. Le magasin. Le Magasin. Übersetzung von der Strand aussuchen, la Plage. La plage. La Plage.
So. Mon appartement est au troisième étage. 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 Meine Güte, das dauert eine Weile. Meine Wohnung, mein Apartment, meine Wohnung, Appartement, Appartement. Wohnung ist in der, ist im Etage. Stockwerk. Ist das, kann man das so gleichsetzen? Ich meine, wie ist das denn? Wenn man sagt Etage, ist das Erdgeschoss die erste Etage? Oder ist das erste, ist der erste Stock? Also der erste Stock, das erste, was man aufgestockt hat. Die dritte Etage. Meine Wohnung ist im dritten Stock. Oder ich schreibe mal, meine Wohnung ist in der dritten Etage. Meine Wohnung ist in der dritten Etage. La prison. La prison. Prison, das Gefängnis. Okay. Voici mon adresse. Voici mon adresse. Hier ist meine Adresse. Hier ist meine Adresse. Le bar. Le bar. Die Bar. Die Bar. So. Der Strand. Übersetzen. La plage. La plage. Der Laden. Le magasin. Le magasin. Und das war dieses Kapitel. Und damit belasse ich es auch erstmal. Also dabei belasse ich es auch erstmal. Ich mache jetzt eine Pause. Und ich bedanke mich fürs dabei sein. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Au revoir. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.